Panagia Flachernon. Diese Kirche befindet sich im Dorf Flacherna gegenüber von Arta und hat ihren Namen von der berühmten Panagia Flachernon in Konstantinopel erhalten. Sie wurde zu Ende des 11. Jahrhunderts errichtet und in der Mitte des 13. Jahrhunderts vom Herzog Michael Komnenos II. Umgebaut. Sie ist ein weiteres Beispiel für den Ruhm und die Religiosität der arbeitsamen Christen in der byzantinischen Stadt Arta. Äußerlich kann sich die Kirche natürlich nicht mit dem Glanz der Parigoritissa oder der Eleganz der Verzierung der Kirche Agios Vasileios vergleichen. Dennoch hat sie ihre eigenen Qualitäten, die sie, wenn auch nicht großartig, doch beeindruckend wirken lässt. Im Inneren haben die Zeit und die ungeschickten menschlichen Eingriffe überall ihre Spuren hinterlassen. So hat das Gebäude einen großen Teil seines einstigen Glanzes eingebüßt. In der Nähe der westlichen Ecken des Hauptschiffs befinden sich zwei schlichte kistenförmige Gräber, das wichtigste Merkmal dieses Monuments. Heute ist diese Kirche die Gemeindekirche des Dorfes, das ihr seinen Namen verdankt.